Kanto Glaris kämpft mit der Veränderung des Klimas. Und zwar an zwei Fronten. Als Gebirgskanton sind wir fast täglich, wir haben vor einer guten Woche, glaube ich, sind, wo die Stockrinde uns gerumpelt hat. Wir kämpfen sehr täglich mit den Auswirkungen von der Klimaveränderung. Wir mögen im Moment gewähren, wir machen Rosenverbauungen, blaue Verbauungen. Wir kämpfen mit dem Wald, wir versuchen dort einen Schutzwald zu erhöhen. Das kostet enorm viel Geld. Wir werden in Zukunft, wenn die Voraussagen stimmen, mehr extreme Wetterlagen haben. Vielleicht weniger Regen, aber dann nie auf das Mal. Alles, was da auf uns zukommt, das wird uns massiv beschäftigen. Und es kann nicht sein, dass wir nur mit den Auswirkungen der Klimaveränderung uns beschäftigen.